Ja, hallo wertes Volk, willkommen zurück. Ihr habt es gerade gesehen. Der Tag wurde mit einem neuen Bild eingeleitet. Die Kriminalität in Pogoren ist angestiegen, stark angestiegen. Wir werden noch sehen, was das für Auswirkungen hat. Aber wir machen erstmal weiter. Also Boris geht schlafen. Wie geht's Emilia? Bleibt im Bett liegen. So, Marin, machen wir erst hier unten. Und das ist auch fertig. Heute ist Tag 18. Heute gibt es nichts zu essen. Steht was auf dem Herd? Ja. Okay. So. Haben wir noch genug Wasser? Wasser könnte eng werden. Müssen wir also auf jeden Fall ansetzen. Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, 5 Wasser brauchten wir hierfür, ne? Nee, 8. Und hierfür brauchen wir diese Lampe. Und diese Lampe können wir erst bauen können in der abgegradeten, also zweimal abgegradeten Werkstatt. Das ist dann quasi auch ja eines unserer nächsten Bauziele. Gucken wir gleich mal. Angestellt. Ja, sehr schön. Dann mach das mal, lieber Marin. Dafür haben wir unseren 1A-Handwerker. Könnt ihr bitte... ich weiß, wer das ist. Hui. Ja. Ja, machen wir. Ich bin auf der Suche nach einem Unterschlupf. Erbarmt euch. Richtig. Das ist niemand, der Medikamente oder Essen von uns haben will. Das ist jemand, der einziehen möchte. Kann ich hier bleiben? Hallo, ich bin Katja. Bevor hier die Hölle losbrach, habe ich als Reporterin gearbeitet. Ich war an erster Stelle, wenn es darum ging, neueste Nachrichten zu liefern, wichtige Leute zu treffen oder auf Reisen zu gehen. Jetzt weiß ich nicht einmal, wo meine Familie ist. Hoffentlich sind sie untergetaucht und es geht ihnen gut. Ich bleibe hier bei euch, bis die Kämpfe vorbei sind, okay? Okay. So, jetzt haben wir hier auch... Katja ist auch leicht krank und müde. Super. Es reichen halt eigentlich echt 2 Betten bei 4 Leuten. Zum Beispiel nachts schläft ja nur Emilia. Katja bleibt wach, die schläft heute Nacht. Essen braucht die nichts, Essen kriegt sie morgen. Nee, ach, bleib du mal. Dank einiger Abwürfe der humanitären Hilfe ist Kaffee erneut in Pogoren verfügbar. Es ist zwar immer noch ein teures Gut, aber die Preise grenzen nicht mehr an Halsabschneiderei. Ist okay. Gucken wir mal, ob sonst noch Nachrichten kamen. Nein. Als ob der Krieg nicht schon schlimm genug wäre, steigt die Kriminalität in Pogoren an. Es gibt Berichte von bewaffneten Angriffen und Überfällen. Ja, wir müssen jetzt auf Verteidigung gehen. Du sollst hier was bauen. Marin geht gleich schlafen. Das müssen wir jetzt zeitnah machen. Da brauchen wir mehr E-Teile und mehr Zahnräder. Ja. Tür verstärken. Und jetzt können wir halt eher diese Teile bauen. Okay. Marin geht schlafen. Das hier läuft noch. Hier brauchen wir, glaube ich, 10 Zucker, ne? 10 Zucker zogen sich selber zum Zoo oder so. Und Katja kann gut feilschen. Also die hat im Grunde, ja. Kriegt die vielleicht noch mehr aus Franco raus als Emilia? 4 Zucker reichen? Dann ist das Wasser aber wieder weg. Wie viel Wasser kommt denn da nochmal raus? Geh mal hier an der Werkbank gucken. Vielleicht brauchen wir ein zweites Wasserding ans Gedöns. Das steht da nicht, ne? Wie viel das macht.
Es wäre sinnvoll, mehrere davon zu bauen, ja. Kann ich aber gerade nicht. Wie viele Filter haben wir denn noch? Keine. Dann machst du jetzt mal noch ein bisschen Filter. Lass ich dich aber trotzdem erstmal den Alkohol anstellen. Weil den können wir brauchen, wenn Franco kommt. Und hier stellen wir einfach gleich noch eins an. Und aus den Kräutern können wir theoretisch ihn erstmal nur Kippen machen. Können wir auch gleich einmal gucken. Da fehlt uns nämlich reiner Alkohol. Aber dann könnten wir eine Bandage machen. Und Bandagen geben nicht schlecht Kohle. Hieraus kann ich halt, aus Kräutern kann ich Tabak machen und aus Tabak kann ich Kippen machen. Da brauchen wir auch Zahnräder für. Oh, wie ätzend. Das haben wir noch alles. Mehr brauchen wir ja nicht. Das heißt, wir beenden jetzt, glaube ich, den Tag. Und schicken Katja und Emilia ins Bett. Die hat 12 im Rucksack. Das ist schon mal besser als Marin oder Emilia. Wache stehen und plündern. Essen haben wir genug. Wir müssen Zahnräder irgendwo herkriegen. Ich glaube, wir gehen mal in Puff. Im Bordell ist es so, dass man auch eigentlich ganz gut so plündern gehen kann. Ach, da nehme ich, schicke ich Katja hin, wenn sie wieder gesund ist, weil man da handeln kann. Wir gehen einmal ins Stadtkrankenhaus. Auch. So, hier ist halt ein bisschen arg bitter, weil ja, auch hier ist halt nicht so gut. Guten Abend, falls Sie irgendwelche Medikamente oder Bandagen haben, kaufe ich sie Ihnen ab. Hier, also das Krankenhaus ist, ich sag mal, running out of Sachen. Hier, das sind die Sachen, die wir nicht anpacken dürfen. Jetzt seht ihr es auch endlich mal. So, aber wir sammeln alles ein, was in den Trümmern liegt. Hier kann man die Ärzte, also man kann hier auch herkommen, wenn man gar nichts mehr hat, sag ich mal. Wenn man krank und kaputt ist und zu Hause nichts hat, dann kann man hier herkommen und sich hier verbinden lassen. Brauchen wir ja aber in dem Sinne nicht. Genau, und wenn wir unsere Bandagen oder Medikamente hierher bringen, finden das unsere Leute gar nicht schlecht. So, also hier ist nur privat. Ja, machen wir wieder zu. Genau, weil, ja. E-Teile ist ganz schön. Ich hatte eigentlich auf andere Sachen gehofft als Teile. Hier, die liegen zum Teil halt einfach nur auf dem Flur. Essen. Wir versuchen, alle aufzunehmen, selbst wenn sie eine Uniform tragen. Also das Krankenhaus macht auch keine Unterschiede, welche Seite. Hier ist noch jemand, da ist abgeschlossen.
Ich hatte das Ding schon mal aufgebrochen. Ich meine, das ist auch Privateigentum. So, also ein bisschen Holz und ein bisschen Teile müssen wir jetzt da lassen. Ja. Gut, da war noch was. Ach nee, da war ich schon. Genau, da ist noch das Holz. So, also er hat ein bisschen was zum Tauschen. Würde uns aber auch nur das Essen abnehmen wollen. Und hiervon brauche ich eigentlich nichts. Wenn sie nicht helfen, ich will helfen. Ich habe gerade. Wir können ja wiederkommen, wenn ich Bandagen habe. Meine Güte. Ihr Teile haben wir jetzt schon mal. Es sind die Zahnräder. Zahnräder sind so Mangelware. Ja, Fünf Munition sind weg. Alter. Ach, ich hatte noch nachgeholt. Genau, jetzt haben wir noch 8 Schuss. Das ist gut. So, Mädels. Ah, Emilia. Ist gut jetzt. Mein Vater und meine Schwester waren erschossen worden. Ah, ich hatte es ja befürchtet, ne? Was mit ihren Eltern, ihrer Familie ist. Ein paar ruppige Milizsoldaten hatten das Haus auf der Suche nach feindlichen Informanten betreten. Sie führten meinen Vater und meine Schwester in den Garten und haben sie dort erschossen. Den Nachbarn zufolge hätten sie sich nicht einmal die Mühe gemacht, sie zu verhören. Stattdessen haben sie alle Wertsachen im Haus mitgenommen. Ja, also waren sie ja unbedingt da, um Informanten zu finden. Wenn man die Leute nicht mal fragt. Mädels, so läuft das nicht. Komm. Nee, weißt du was? Du bleibst liegen. Emilia hat jetzt Pech gehabt. Die liegt jetzt schon lange genug doof rum. Ich muss die Männer schlafen schicken, die wenigstens auch was tun in ihrem Leben. So. Ah, die Schnapsflasche hätten wir eigentlich da lassen können. Egal. Auch Zahnräder. Zahnräder. Vielleicht kommt uns ja Franco bald besuchen mit Zahnrädern. Da oben ist fertig, das ist schön. Franco? Kein Franco. Emilia. Das ist jetzt aufgebraucht, das heißt, wir müssen jetzt ein Stück Fleisch reinmachen. Da sind die Kinder wieder. Oh Gott. Du legst dich wieder hin. So, jetzt müssen wir jetzt müssen wir mithelfen, die ins Krankenhaus zu tragen. Ja, komm, nehmt Emilia mit. Nehmt sie mit und wenn sie nicht wiederkommt, ist das so. Nein, Spaß. Wir versuchen ja alle zu retten. Ach, da ist noch jemand. Ich dachte doch gerade, hä, bei 3 Leuten muss doch irgendwer hier noch rumstehen. Okay, also wieder kein Franco, weil ja die Kinder heute da waren. Es kommt auch immer nur eine Person an die Tür pro Tag. Da gibt's so eine Warteliste auf der Straße. Da können die sich eintragen.
Genau, jetzt liegt es am Wasser. Kann ich denn wenigstens noch so ein Wasserfanggedöns bauen? Auch nicht. Auch Zahnräder. Dann machst du nochmal zwei Filter. Oder du gehst jetzt schlafen. Dann machst du zwei Filter. So. Fünf Wasser ist ein bisschen wenig. Ja, dann macht er jetzt erst die Filter fertig und dann wird halt in zwei Etappen gekocht. Zufrieden, weil wir den Kindern, glaube ich, geholfen haben. Aber dann können wir ja jetzt zur Not die Medikamente verfüttern. Wir gucken mal. Eine Portion können wir machen. Dann hat zumindest Boris schon mal noch was zu essen für heute. Noch 2 Stunden, dann ist 6. Ja, könnte eng werden. Oder wir beenden den Tag einfach. Da müssen sie halt gucken, dass sie jetzt nicht ausgeraubt werden heute, wa? Okay. Zahnräder. Auf der Baustelle waren keine Zahnräder mehr. Im Supermarkt auch nicht. Auf der Scharfschützenkreuzung würde ich auch gerne Katja schicken, weil sie den größeren Rucksack hat. Militär, ja, brauchen wir alles nicht. Da ist... Ja, hier leben nämlich noch Leute. Die wir nicht beklauen werden. Wir gucken einfach mal, wie weit wir hier kommen. Wir gehen jetzt das Risiko ein und gucken, was uns hier erwartet. Die Brechstange ist mehr als Verteidigung mit dabei, als Brechstange. Dann gucken wir mal. Ah, oh, zumindest schon mal ein Zahnrad. Hier komme ich nicht durch, das heißt, es ist vernagelt von der anderen Seite. Jetzt gucke ich, dass da keiner steht. Nein. Und da steht einer. Dann müssen wir gleich hier runter. So. Ja, ja. Oh. Glück gehabt. Hier gibt es was zum Angucken. Jemand hat Folgendes an die Wand geschrieben. Wir müssen Lena finden. Jeden Mittag werden wir am Markt sein. S und D. Jetzt können wir hier rausgucken. Alles in Ordnung. Wir haben all die guten Dinge herausbekommen. Das sollte uns für eine Weile reichen. Was ist mit dem nächsten Auftrag? Okay, also Auftragsbanditen. Ich hätte nichts dagegen, mal wieder einen Gütertransport der humanitären Hilfe zu überfallen. Hä? Finde ich aber nicht nett. Ja, wir werden sauber mit ihnen abrechnen. Geht. Geht einfach. Geht weg.
Ja, supi. Wir warten noch einen Moment. Wir sehen sie ja hier noch. So. Tür zu. Jetzt sind sie nämlich auch da aus dem Büroraum weg. Mit Boris müssen wir halt echt aufpassen. Da steht noch einer. Okay. Und da oben ist einer. Okay, da steht einer im Weg und da geht einer wieder zurück. Bewegt sich hoch, das ist gut. Der steht da noch. Geh weg! Geh weg! Jawohl! Danke. Ist irgendwas hinter der Tür? So, theoretisch sind wir voll, aber halt noch nicht voll gestackt. Tür auf. Der kommt nicht runter. Da ist einer. E-Teile. Da. Eigentlich, nee. Okay, der steht da noch. Der andere ist da. Ich sehe nicht mehr, ob der noch da ist. Auch nur Teile. Schiete. So, und das fällt denen manchmal auf, dass jemand die Tür offen gelassen hat. Hier komme ich nicht durch. Ich muss wirklich da durch. Dazu. Komm wieder rein. Geh weg. Mann, es ist schon 2 Uhr. Komm wieder rein. Geh weg. Da geht's nämlich noch. Weiß ich nicht, ob ich da rauskomme. Ja, jetzt kommt der von Oma auch noch runter. Schiete. Bleib oben. Der andere soll wieder reinkommen. Wenn der weg ist, könnten wir eventuell hier runtergehen. Uns da verstecken. Zumindest mal die Lage zu peilen. Okay. Wir wurden gerade angeschossen. Energiebalken. Und jetzt kommen sie uns nämlich mit Waffen hinterher. Oh, Glück gehabt. Alter Verwalter. Und Boris ist halt so langsam. Aber wir haben es geschafft. Wir haben ein bisschen was geplündert. Also da gehen wir nicht mehr rein. Das ist einfach... Ja. Na, es gibt genug andere Orte, wo man in Ruhe plündern kann. Und Emilia ist auch wieder da. Jetzt sind halt eine ganze Menge Leute müde. Und Katja hat sich auskuriert. Genau.
So, dann kannst du dich nämlich hinlegen. Marin, ich weiß gar nicht, wie ich entkommen bin. Meine Frau hat es nicht geschafft. Alles, was mir wichtig war, wurde niedergebrannt. Ab und zu denke ich an diesen Jungen. Wo ist er jetzt? Was macht er? Lebt er noch? Falls ja, werde ich ihn eines Tages finden. Ich bin mir sicher, dass er sein Spielzeug vermisst. Ich glaube, der hat dieses Spielzeug von diesem Jungen immer noch aufgehoben. Voll traurig halt. So. Du mach mal da. Das ist auch eine Kaffeetrinkerin. Oh Gott sei Dank haben wir den blöden Kaffee nicht mit. Ja, mach bitte die Tür. Bitte, bitte. Danke. Schneller. Und wo ist Franco? Franco? Heute hat Franco hier zu sein. Sonst schicke ich heute Abend Katja woanders hin. Dann tausche ich mit jemand anders als mit Franco. So. Franco, hast du dann davon? Franco. Mach mal erst Essen. Und wir müssen halt mit dem Essen nochmal gucken. Wir haben jetzt gerade eine 4 Rationen da. Das heißt, genau so viel, wie wir benötigen. Dann sind unsere Vorräte einschließlich Dosenfutter aufgebraucht. So, Marin geht zurück an eine Werkbank. Die ist jetzt auch auf Max-Level abgegradet. Dich schicke ich mal, keine Ahnung, wo schicke ich dich hin? Setz dich da mal hin und warte. Das wäre eventuell, glaube ich, das Nächste. Ja. Oder hier halt, da brauchen wir halt E-Teile für. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Zahnräder, ganz viele E-Teile und ein Mixer, der aus E-Teilen besteht. Ja. Wir warten jetzt eigentlich drauf, dass Franco kommt oder auch nicht. Und dass wir hier Schichtwechsel beim Schlafen machen können. Tatsächlich, Franco kommt. Franco kommt. Hallo, Franco. Kannst du Kippen machen? Mach mal ein paar Kippen. Vielleicht hat Franco Alkohol dabei. Dann können wir eine Bandage herstellen. Nee, nur... Okay. Was haben wir denn Schönes für dich? Das kann weg. Und das... Hätte ich das gerne. Das will ich selber behalten. Hast du Zahnräder? Nee, natürlich nicht. Warum sollte Franco Zahnräder haben? Ich glaube, die Dose will ich nicht haben von ihm. Und hier, das haben wir eigentlich auch genug. Ich glaube, wir gehen heute Abend ins Doppelhaus oder ins Bordell. Um so ein bisschen mal zu gucken. Ich meine, andere Händler haben Zahnräder, aber ich weiß gerade nicht, welche. Müssen wir uns durchfragen. So, ne? Ja, und den Rest behalten wir. Das tragen wir zu einem anderen Händler. So. Dann haben wir jetzt zumindest schon mal einmal Nahrung auf Halde. Haben wir noch Zucker? Nee. Komm, wir hauen die mal weg. Machen ganz viele Kippen. Und dann bringen wir die ganzen Kippen ins Bordell oder so. Du stellst gleich nochmal das Wasserfass an und dann beenden wir den Tag. Und wenn der Tag vorbei ist, beenden wir auch die Aufnahme, denn die Zeit rast wirklich. Mit einer Folge This War of Mine sind wir dann schon so, boah, zack, weit.
Und dann gehst du mal in eine Kippenproduktion. Du machst das. So. Dann, wertes Volk, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo immer der gerade steht. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir bei This War of Mine mit der lieben Katja ins Bordell gehen. Natürlich nur, um zu handeln.